Hi, ich bin Dustin von Nanobike und dieses Mal geht es nicht wieder um Schuhe, sondern dieses Mal um das Gegenstück dazu, und zwar ganz genau die Pedale. Wie ich ja schon angekündigt hatte, wollte ich darauf auch noch mal so ein bisschen eingehen, euch so ein bisschen erzählen, erläutern, wieso, weshalb, warum es dann überhaupt diese Pedale nicht am Fahrrad gibt, wenn man ein neues kauft, und was es für verschiedene Varianten gibt und warum ich verschiedene Schuhe habe, die ich dann eben kombinieren muss bzw. sollte. Also erstmal vorweg, jedes neue Fahrrad, bitte seid nicht sauer auf die Hersteller oder auf die jeweiligen Händler. Es hat nichts mit dem Händler und auch nichts mit dem Hersteller zu tun, warum immer die Räder neu ohne Pedale kommen. Es ist einfach so, der Hersteller selber kann ja nicht wissen, welches Pedal ihr fahrt bzw. fahren wollt, und vertraut eben da so ein bisschen auf den Verkäufer, sprich den Händler, der eben dann mit euch zusammen das richtige Pedal für dieses Fahrrad, für diesen Einsatzzweck findet. Und dann ist man eben auf jeden Fall zufriedener, als wenn man einfach irgendeins vorgelegt bekommt und sagt, so, das musst du jetzt fahren, anders geht's nicht. Also ist es eben dahingehend viel, viel besser, das so zu machen. Und die Pedale, die meistens dabei sind an den Fahrrädern, sind sogenannte Testpedale. Die halten vielleicht, so sage ich immer salopp, so 3 Monate, und dann faulen die einfach ab, je nach Benutzungsgrad des Fahrrades. Und die kann man nehmen, aber eben nicht lange. Und deshalb seid nicht böse auf die Hersteller und auch nicht auf die Händler. Die können nichts dafür. Es liegt an euch in Zusammenarbeit mit uns, dass wir das richtige Pedal finden für euch. Also jetzt aber weiter. Es gibt verschiedene Pedalsysteme. Ich habe hier mal was vorbereitet. Und zwar einmal das Flat-Pedal, hier jetzt ein bisschen kleiner. Und ein Klickpedal bzw. verschiedene Klickpedale. Und das Flat-Pedal, bleiben wir vielleicht gleich mal dabei, ist jetzt, wie der Name schon sagt, flach. Es kommt aus dem Englischen Flat, flach. Und das bezeichnet eben auch schon wunderbar dieses Pedal. Es ist ein flaches, fällt unterschiedlich aus, manchmal ein bisschen größer, ein bisschen anders geformt, ein bisschen verspielter oder in dem Fall ein bisschen kleiner. Aber oftmals, und das ist eigentlich so der Hauptsinn an diesen Pedalen, sind diese Pins, die hier so drauf gesteckt sind, beziehungsweise eingeschraubt, gesteckt nicht, eingeschraubt natürlich, die sollen ja halten, um eben zum Beispiel mit solch einem Schuh optimalen Grip aufzubauen, ja, drauf, in diesem Bereich natürlich hier, und dann kann man eben nahezu nicht mehr wegrutschen, einfach mal so, es sei denn, man hebt natürlich den Fuß oder es ist irgendwas dazwischen, aber es kann eigentlich weniger passieren als mit einem herkömmlichen Pedal, was man vielleicht von einem Trekkingrad kennt oder was meistens dann als Testpedal dabei ist bei den Rädern. Also man hat immer einen großen Vorteil, wenn man sich so etwas hier noch zulegt. Ein Flatpedal ist eher gedacht für die Mountainbiker. Ich nehme es aber auch ganz gerne jetzt für die Gravelbiker bzw. für die auch Trekkingradfahrer natürlich, ja, die ganz normalen Fahrräder oder auch Stadträder, da nehme ich sowas auch. Ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der hatte Probleme mit seiner Gesundheit und da ist dann ab und zu mal schwarz ihm vor Augen geworden, und der hatte dann den Fuß, der ist ihm dann quasi vom Pedal immer gerutscht, vom regulären kunststoffbeschichteten Pedal, und das war einfach zu wenig Halt für ihn, und dann habe ich ihm solche Schuhe, Mountainbike-Schuhe als Trekkingrad eben quasi empfohlen. Und dann eben so solch ein Flatpedal. Und seitdem hat er eben immer guten Halt. Und wenn er dann kurz mal solch einen Aussetzer hat, was leider passieren kann während der Fahrt bei ihm, aber nur wohl Sekunden, rutscht er nicht vom Pedal ab und hat immer noch sicheren Halt. Und das sind wirklich nur Sekunden, er sagt. Und das hat ihm sehr, sehr geholfen. Also man hat sehr, sehr viel Halt, trotzdem man nicht komplett mit dem Rad verbunden ist, sprich nicht eingeklickt. Worauf man achten sollte bei Pedalen, jetzt zum Beispiel der Flat-Serie. Es gibt verschiedenste Hersteller, es gibt immer von bis Preise. Ich sag mal so, also hier sowas zum Beispiel kostet 40 Euro und geht hoch bis zu, wenn man will, für 500 Euro, mega super leicht mit Keramiklagern, Titanachsen und was weiß ich nicht alles. Ist ja super toll für denjenigen, der Gewichtsfetischist ist, auf jeden Fall am Mountainbike oder am Trekkingrad oder eben am Gravelbike, aber tendenziell reicht so die Mittelklasse, 50 bis 80 bis 100 Euro vielleicht sogar, völlig aus für die Otto-Normal-Fahrer. Worauf ich immer achten würde, ist bei einem Pedal, dass entweder zwei oder mehrere Industrielager verbaut sind, wie zum Beispiel bei diesem hier. Da habe ich also hier 1, 2 bzw. 2, 3
je nachdem wie das Pedal aufgebaut ist, Industrielager. Und umso besser sich das drehen lässt, schon ab Stunde 0, umso besser kann man sagen, ist das Lager. Industrielager sind Lagerringe, Kugellager, also ja, Ringe, die eben abgedichtet sind. Das heißt, die vertragen mehr Wasser. Zum Beispiel, na gut, Mountainbiken oder jetzt auch Trekkingradfahren ist halt auch nicht immer so sauber, beziehungsweise der Regen kommt ja auch mal entweder von unten durch eine Pfütze oder eben von oben etwas doller. Und das läuft natürlich auch ins Pedal rein. Wasser sucht sich ja seinen Weg, das kennen wir. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass man die Lager relativ gut hat, damit das Pedal lange hält. Dafür sind Industrielager gedacht, dass die Lager lange halten, dass kein Wasser eindringen kann, dass sie nicht korrodieren, dass das Fett verdrängt wird und dann irgendwann eben die Pedale sich nahezu gar nicht mehr drehen und einfach nur noch kaputt gehen. Bei diesem Pedal ist es jetzt sogar so, da würde ich auch drauf achten, muss ich ehrlich sagen, dass man die Achse wieder festziehen kann. Man kann hier mit einem 5er Imbus reingehen von vorne, man sieht das ganz gut, ich glaube, ihr könnt es erkennen, kann man hier so reingehen und dann kann man das Pedal, also den Körper, wieder auf der Achse festziehen, falls die sich so ein bisschen gelöst hat. Und das ist super. Worauf man auch achten sollte, dass man die Pins austauschen kann. Diese sogenannten Pins eben, also diese Erhöhung, um eben mehr Grip auf dem Pedal, also auf dem Fuß, an einem Schuh zu haben, die sind eigentlich universell vom Gewinde. Da kann man auch von XYZ Dinger kaufen und dann an sein XY ABC Pedal wieder ranschrauben. Manchmal nicht, aber eher ja. Ja, das dazu zum Flatpedal. Also wir merken uns Flatpedal jetzt, dieses kleine feine zum Beispiel, nehme ich dann gerne für die Gravelbiker oder für Rennradfahrer, die nur durch die Stadt fahren und nicht geklickt fahren wollen. Dieses Pedal ist also für Schuhe ohne jegliche Aufnahme. Einfach hier ein Mountainbike-Schuh mit einer sehr rutschfesten Sohle, aber eben versteift. Dort, wo das Pedal dann eben sitzen soll, sprich hier auf dieser Höhe ungefähr, dass man dann wunderbar Vortrieb hat. Ja? Man hat hier aber immer nur Druck. Man kann nicht ziehen. Manch einer schon, der dann den Fuß so stellt und dann kann man das auch ziehen. Ja? Aber eher nicht zum Ziehen, nur zum Drücken geeignet. So, das dazu. Ja, und wenn man jetzt mal vergleicht das Ganze mit einem Klickpedal, dann hat man also auch ein Klickpedal, welches eigentlich die fast gleichen Features hat wie gerade das Flatpedal, aber dennoch ein bisschen anders. Warum? Man hat auch hier natürlich eine Achse, ist ja klar. Auch die kann ich hier nachstellen, allerdings ein bisschen schwieriger, beziehungsweise einfach nur mit einem Maulschlüssel statt mit einem Imbus, jetzt wie bei dem anderen Pedal. Und das ist also ein Ultegra von Shimano Klickpedal. Das hat einen Carbonkörper. Das ist ein bisschen anders aufgebaut, man sieht es auch schon. Jetzt mal hier im direkten Vergleich, die sehen nun wirklich anders aus. Haben keine Pins, weil der Halt kommt ja durch den Klickmechanismus. Auch hier brauche ich wieder andere Schuhe. Kann also jetzt nicht einfach diesen Schuh hier nehmen. Geht nicht. Eine Besonderheit, dieses System nennt sich jetzt SPD. Ja? Shimano Pedaling Dynamics. Als Abkürzung mal. Und es gibt diese Schuhe jetzt hier als Beispiel mal so ein Specialized Comp MTB. Wenn wir den jetzt mal nehmen, der hat jetzt hier eine Zwei-Punkt-Bindung. Diese Zwei-Punkt-Bindung ist für Mountainbike-Schuhe. Man erkennt es hier an dieser Sohle, die eben ja relativ grob ist, um auch im Gelände mal gehen zu können, berghoch. Zum Beispiel, wenn man das Rad schieben muss oder bergrunter natürlich auch gleichermaßen. Aber auch dieser Schuh ist nicht mit diesem Pedal kompatibel. Würde nicht funktionieren. Warum nicht? Weil die Aufnahme eine andere ist für Klickpedale am Rennrad. Die sehen dann nämlich so aus. Das sind Rennrad-Klick-Cleats. Jetzt habe ich es. Danke. Und das sind die Mountainbike- bzw. Trekking-Cleats. Das macht einen Unterschied. Man sieht es schon deutlich. Eine 1-2-3-Punkt-Bindung, sage ich immer dazu. Oder eine 1-2-Punkt-Bindung. Die sind wesentlich kleiner, die sind wesentlich größer. Ich kann also diese Cleats jetzt hier an diesen Schuh mit befestigen. Die werden mit 4 mm Imbus werden die eben festgeschraubt an wahlweise zwei Positionen am Schuh selber.
Und dann kann man die natürlich noch hin und her schieben, so ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, so wie eben euer Knie bzw. euer Fuß am besten gestellt ist und am wenigsten Druck und Belastung ausübt beim Drücken und Ziehen. Jetzt bleiben wir aber erstmal bei dem Rennrad. Also ich habe jetzt das Rennradsystem mit diesen Cleats. Übrigens, wenn man sich neue Pedale kauft, sind die Cleats immer mit dabei. Bei jedem Hersteller sind einmal Cleats mit dabei und meistens auch in der mittleren Qualität bzw. in der einfacheren Ausstiegsqualität. Das heißt, da kommen wir später zu. Dann braucht man also einen Rennradschuh. Der sieht dann so aus und dann sieht man schon, aha, das ist doch schon ganz anders. Hier habe ich schon mal keine grobe Sohle. Das heißt, damit könnte ich vielleicht im Gelände auch gar nicht gut laufen. Ja, ist richtig, weil es ist ein Rennradschuh und wie wir alle wissen, Rennrad fährt man auf der Straße. Und da muss man eher weniger gehen. Diese Cleats schraube ich dann also mit dieser Dreipunktbindung an die 1-2-3-Punkt-Aufnahme an dem Schuh. Und dann sind die damit eben auch wieder fest verbunden, mit einem 4er-Imbus das Ganze festgemacht. Und richtig ausgerichtet, da empfehle ich übrigens noch ganz kurz als Giveaway. Ich würde empfehlen, wenn man neu mit Schuhe bzw. mit Klickpedalen unterwegs ist, sich so ein Mini-Tool mitzunehmen, wo ein 4er-Imbus auf jeden Fall mit dabei ist, dass man sich während der Tour das nochmal irgendwie ausrichten kann, weil wenn man merkt, nach 10 Kilometern das Knie schmerzt oder der Fuß hat irgendwie eine falsche Stellung oder man kommt nicht richtig rausgeklickt, dann empfehle ich eben wirklich dort dieses System mitzunehmen und dann, diese Imbus mitzunehmen und dann eben das unterwegs nochmal zu verstellen. So kann man dann am besten seine richtige Position finden. Also, diese Auflagefläche ist ja wesentlich größer. Man hat also hier schon mal wesentlich mehr Platz. Und das geht auch über den Schuh oftmals ein Stück hinaus, so ein paar Millimeter, ein paar Zentimeter, also ja, maximal Zentimeter vielleicht. Und dann kann man auch mit diesen Schuhen einigermaßen gehen. Man kann auf dem Hacken, ja, man kann also die meisten stolzieren eigentlich, damit man sich die Cleats eben nicht kaputt macht, weil die natürlich da auch übermäßig dann abgenutzt werden, wenn man somit auf Asphalt läuft, wie mit einem herkömmlichen Schuh. Ist aber alles ein bisschen unbequem und ist auch dafür gemacht, es sind ja keine Gehschuhe, es sind Fahrradfahrschuhe. Gut, also das dazu. Auch hier gibt es verschiedene Systeme, also nicht Systeme, aber verschiedene Ausführungen der jeweiligen Cleats. Ja, ich habe jetzt hier mal 3 Stück von Shimano jeweils, gelb, blau und rot, man kann sie ganz gut erkennen. Die sind dafür zuständig, dass man verschiedene Winkel hat, wie man aus dem Pedal wieder rausgeklickt kommt. Die roten zum Beispiel hier haben 0 Grad, die gelben die haben 6 Grad und die blauen haben 2 Grad. Das heißt, das Rote ist, würde ich jetzt mal so sagen, für die richtigen Klicker-Profis. Ja? Die nehmen diese, damit sie eben nahezu nur noch am Pedal festgehalten werden und fast nicht mehr rauskommen, ist blöd gesagt, aber sehr schwierig rauskommen, weil sie sehr versiert sind mit dem Pedal und weil sie ganz genau wissen, wann sie ausklicken müssen und das einfach super beherrschen. So würde ich dieses Gegenstück einstufen. Dann die blauen mit eben 2 Grad, schon ein bisschen ambitionierter. Aber noch nicht ganz. Und die gelben ist das, was auch immer bei jedem Pedalset mit dabei kommt. Egal wie viel das Pedal von Shimano kostet, kommen immer die gelben mit 6 Grad. Und da hat man wirklich einen sehr, sehr guten Winkel und kommt eben wirklich sehr gut raus. Man hat aber auch viel Bewegungsfreiheit. Darum geht es eben auch, ne, bei diesem Grad, dass man gut Bewegungsfreiheit hat und eben sehr gut festgehalten wird. So, ja, so eine Cleats gibt es natürlich zum Nachkaufen, wie ihr gerade gesehen habt. Das sind dann eben diese Verpackungen, diese einzelnen. Und die muss man natürlich austauschen, da gibt es aber keine Richtzeit oder Richtkilometer, wo man sagt, so und so sollte man die austauschen. Man sieht das dann schon, wenn die richtig abgefahren sind. Ich sag mal, wenn man hier dieses Rote nicht mehr sieht, hier außen oder hier oben oder nur noch schwer erkennen kann, beziehungsweise so zerkratzt ist, dann würde ich empfehlen, austauschen. Oder man einfach merkt beim Einklicken, also das geht ja nun gar nicht mehr. Genau, einklicken. Wenn der Schuh den Glied aufgenommen hat und das Pedal am Fahrrad sind, dann einfach, man zieht das quasi so nach vorne, also andersrum ist es ja so rum richtig, ne? So rum ist es jetzt richtig, das hier ist vorne und das hier ist hinten. Das Pedal durch den Schwerkörper hier hinten zieht sich immer wieder so nach unten, so. Es bleibt also eigentlich immer so stehen, also es kann nicht so, weil es dreht sich dann automatisch schon wieder nach unten. Das heißt,
Das ist super. Das ist natürlich sehr gut mitgedacht von Shimano. Ich denke mal, das haben sie so bewusst getan. Man hat also den Cleat und zieht den Cleat einmal so mit. Und, also an, macht sich gut zum Zeigen. Ich mache es mal andersrum. So, ja, also es steht so das Pedal und dann habe ich hier den Cleat dran am Schuh und dann ziehe ich den so mit. Und ihr seht, das Pedal geht mit, weil ich ja geradeaus fahren will. Und dann bin ich so drin und klack, bin ich im Pedal drin. Sehr easy gemacht. Braucht ein bisschen Übung. Ich sag mal, so mindestens 4-5 Mal sollte man das auf jeden Fall vor der ersten Ausfahrt mal getestet haben. Vielleicht sogar auf einen Rollentrainer zu Hause, also wo das Hinterrad eingespannt ist, nicht so eine freie Rolle. Sonst wird es auch wieder schwierig. Also einfach einen Rollentrainer, da mal das Rad eingespannt und dann mal die neuen Pedale ran und dann getestet, wie das Ganze funktioniert. Oder an einer Häuserwand angelehnt oder vielleicht mit Schützenhilfe durch den Partner oder Freunde, Bekannte, dass man da mal kurz das Rad festhält und der andere eben dann so ein bisschen einklicken, ausklicken, das einfach mal so ein bisschen übt. Bei den Klickpedalen gibt es noch eine Besonderheit. Man kann eben die Auslösehärte, nennt sie sich, einstellen. Das ist hier oben bei dem Ultegra-Pedal jetzt hier mit diesem Plus und Minus dargestellt. Da kann ich also mit einem, ich glaube, 2,5 mm Imbus das verstellen, dass mich das Pedal mehr festhält oder weniger festhält. Ich empfehle immer, weil die Einstellung hier ist immer sehr schwer, meistens eingestellt von Shimano bzw. mittelstark eingestellt. Ich empfehle immer erstmal Minus, komplett zur Minusseite zu drehen. Das ist hier eben auch demonstriert mit dem Pfeil in der Pfeilrichtung, sprich gegen den Uhrzeigersinn, ins Minus drehen, dass die Feder, die hier eingebaut ist, weniger Zug hat und dich weniger am Pedal festhält. Du bist immer noch sicher eingeklickt, aber du kommst viel leichter aus dem Pedal heraus. Wichtig, finde ich schon für jemanden, der damit neu anfängt. Ja, das dazu. So ein Ultegra-Pedal ist immer aus Carbon. Die Dura-Ace, also die höchste Variante bei Shimano, ist dann auch natürlich aus Carbon und hat nochmal eine bessere Lagerung. Und bei Shimano fängt ein Klickpedal für Rennräder oder Rennradfahrer an ungefähr so bei, naja, so 40, 50 Euro und geht dann eben hoch bis zu 170, 180 Euro ungefähr, je nach Preislage des jeweiligen Anbieters. Ja, das dazu. Was macht dann der blaue Schuh hier? Wenn wir jetzt schon Flatpedal haben, wenn wir jetzt schon Rennradpedal haben, dann fehlt natürlich auch der Trekkingfahrer bzw. der Mountainbiker hat natürlich auch einen Schuh. Oder einfach der Stadtfahrer meinetwegen. Ja? Hier habe ich jetzt mal ein Klickpedal auch wieder von Shimano und zwar aus der XTR-Serie, also das höchste Gut, was quasi Shimano anbieten kann im Mountainbike bzw. Trekkingradsektor oder meinetwegen im Gravelbike-Sektor. Das ist jetzt hier mal eine Variante, die hat sogar noch hier diesen Käfig außen herum. Viele kennen dieses Pedalsystem eben auch einfach ohne. Da hat man dann wirklich nur hier diesen Körper und diese äußeren gar nicht mit dabei. Bei einem Mountainbiker würde ich aber einfach aufgrund dessen, dass man hier ein bisschen mehr Halt in Kombination mit dem Schuh hat, immer die etwas breitere Auflagefläche nehmen. Die wiegen ein bisschen mehr. Lass mich lügen, 20-30 Gramm diese Pedale dann ungefähr. Deshalb kann ich durchaus verstehen, wenn der eine oder andere Cross-Country-Fahrer oder Mountainbiker eben einfach im Allgemeinen sagt, nee, mir reichen die normalen, Hauptsache die sind leicht und gut gelagert und drehen sich super und machen das, was sie sollen. Kann man auch machen. Diese Cleats sehen jetzt wieder anders aus, das hatten wir ja gerade. Das sind dann also zum Beispiel mal diese hier. Da habe ich auch wieder zwei verschiedene, einmal die SH56 und die SH51. Die 51er sind auch bei jedem Standard SPD Pedalsystem mit dabei, wenn man ein neues Set kauft. Und das ist wieder wie bei den gelben, bei den Rennrädern. Die ermöglichen einen leichteren Ausstieg, halten dich aber trotzdem sicher fest. Also eigentlich das Einstiegs-Cleat-System, wenn man so will. Diese hier, die SH56, sind nochmal ein bisschen einfacher. Man hat hier zum Beispiel die Möglichkeit, dreifach aus dem Pedal herauszukommen. Mit den SH51 hast du nur, ganz klassisch, ich zeige es mal, vom Pedal, welche Motorradfahrer hier? Jeden Morgen, komme ich nur so raus. Den Hacken, hier ist das Pedal, komme ich nur so raus.
mit diesen SH51, mit den schwarzen, die immer im Lieferumfang sind. Mit den 56ern kann ich das so machen, ich komme so raus, ich komme aber auch so raus und ich komme aber auch so raus. Also sehr viel mehr Optionen. Jetzt würde man ja sagen, ja, ist ja super, ist ja toll, dann kann ich das ja nehmen. Jein. Da müsste man dann die Auslösehärte wieder einstellen des Pedals, damit du besser gehalten wirst und eventuell kann es dann auch schwieriger werden, wieder rauszukommen. Also es ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, das ist das Einstiegspedal-Klicksystem für die SPD-Variante und die 51er, die schwarzen, eben wirklich dann die, die man eigentlich empfehlen sollte, weil das sind die, die dann eigentlich auch im Nachhinein dann gefahren werden sollten. Also als kleine Empfehlung, bleibt bei den 51ern, gewöhnt euch dort daran und dann ist das okay. Das geht auch relativ schnell und wie wir immer sagen im Laden, dreimal umfallen mit dem Fahrrad ist Pflicht. Danach hast du es dann aber inne, danach ist vielleicht das Schaltauge oder das Schaltwerk kaputt, aber kann passieren, ist so, muss man einfach lernen. Und dann geht das aber auch schnell ins Blut über, finde ich. Ja? Man muss einfach nur dran denken, ich habe da eine feste Verbindung, ich fahre zur Ampel ran, vielleicht schon so 10 Meter vor der Ampel, als Beispiel mal für Stadtfahrer, schon mal den Schuh ausklicken und dann eben schon mal so locker vom Rad hängen lassen, bis man dann sich eben an der Ampel rangetastet hat. Und meine Erfahrung ist selber, ich bin da selber so ein bisschen ängstlich mit Klickpedalen gewesen und fahre eben Rennrad und normale Mountainbike-Klicker. Und meine Erfahrung ist, dass man dann, wenn man zu sehr ängstlich ist und zu viel daran denkt, ich bin ja fest, dann verkrampft man da so ein bisschen. Und ich habe gemerkt, selbst in so Notsituationen, ja, auf dem Trail mit dem Mountainbike, da merkst du auf einmal, oh, da ist jetzt eine große Wurzel gewesen, jetzt bin ich da weggerutscht, jetzt falle ich gleich. In dem Moment ist der Schuh ausgeklickt, weil du es einfach schon drin hast, im Blut dann irgendwann, ja. Da kann ich natürlich auch nicht sagen, es dauert eine Woche oder es dauert 2 Tage. Da muss man einfach üben, wie immer im Leben, üben, üben, üben. Übung macht den Meister. Was nicht heißt, dass ich ein Meister bin. Bin auch oft genug hingefallen mit den Dingern. Aber mein Gott, so ist es. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Klickpedale, genau. Also das ist jetzt ein Mountainbike-Klickpedal. Dort habe ich eben 2 Seiten sogar zum Einklicken. Einmal oben, einmal unten. Das habe ich bei den Rennradpedalen nicht. Da habe ich nur 1 Seite. Weil die ja eh immer sich dann so stellen und ich ja dann das Pedal so mitziehe. Hier ist es so, es ist völlig egal, wie es steht. Ich komme immer rein, kann immer einklicken. Es ist immer der gleiche Mechanismus. Auch wie bei den Rennradpedalen. So rein, nach unten weg, bin ich drin. So komme ich wieder raus. Ja. Zack, zack. Und auch hier habe ich eben jetzt bei dem XDR-Pedal natürlich die Möglichkeit, dann die Achse nachzustellen. Da habe ich sehr, sehr gute Lagerung innen drin und ja, eine Titanachse glaube ich nicht, es ist glaube ich noch nicht, aber auf jeden Fall eine sehr gute Lagerung und allgemein gewichtsreduziert. Ja, zum Thema Gewicht, da würde ich auch sagen, es muss jetzt nicht gleich das 500-Euro-Pedal sein. Es muss auch nicht gleich das XTR sein oder Ultegra. Auch eine 105er-Rennradpedal reicht zum Beispiel für den Anfang erstmal völlig aus. Mittlerweile die R7000-Serie, die ist ja nun auch schon aus Spritzcarbon. Das ist voll okay, das ist leicht, das ist haltbar, das kannst du auch nachstellen. Reicht doch erstmal, ja. Und wenn dir das eben nicht gefällt, weil du eine Ultegra-Gruppe am Rennrad hast oder am Crossbike, whatever, dann nimmst du halt das Gleiche, was damit eben zur Gruppe passt. Aber die gruppenlosen Sachen eben, Pedale zum Beispiel hier, irgendwelche Klickpedale, wo einfach ein Shimano draufsteht und eine Nummer, dann, also nicht 105 oder sowas, sondern irgendwie 500 oder irgendwie sowas. Das ist dann was Gruppenloses, das muss aber nicht unbedingt schlecht sein. Also man muss man sich einfach so rantasten. Es gibt ja auch viele schöne Pedale zum Beispiel mit 50-50, also dass man wirklich eine Seite oftmals dann so Pins hat und die andere Seite ist zum Einklicken. Jetzt nicht mit Rennradpedalen, aber zumindest hier mit diesem SPD-System. Und kann dann eben wählen quasi während der Fahrt, nicht nun, aber vor der Fahrt, ob ich jetzt mit Klickschuhen fahren will heute, weil ich ein bisschen sportiver unterwegs sein will, oder ich fahre mit der flachen Seite, weil ich vielleicht nochmal zum Bäcker will, oder weil ich einfach keine Lust habe, jetzt auf dem Arbeitsweg mit Klickschuhen zu fahren, weil ich ja dann im Büro mit den Klickschuhen sitze den ganzen Tag, oder. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Aber es gibt eben die Möglichkeit, dass man das machen kann, mit diesem 50-50-Pedal, sage ich immer. Und
Ja, und dann kann man das eben wirklich sehr, sehr gut mit kombinieren in seinem täglichen Alltag. Was gibt es noch zu sagen? Es gibt natürlich nicht nur die Firma Shimano als Klickpedal oder als Pedalhersteller. Es gibt noch viele weitere Hersteller. Der Erfinder aber der Klickpedale, um die es ja heute so ein bisschen vorrangig auch geht, ist die Firma Look aus Belgien. Die Firma Look ist... hat damals seinerzeit eben, ich weiß gar nicht ganz genau wann, aber auf jeden Fall haben die zuerst Skibindungen hergestellt und haben dann quasi dieses System für die Pedale aufs Fahrrad angewandt, um eben dort auch diese Vorteile des, darum geht es ja eben auch beim Klicken, genau, das vielleicht noch so am Rande, das fast Wichtigste eigentlich, warum es eigentlich geht beim Klicken, dass man eben wirklich eingeklickt ist, mit der eine feste Verbindung mit dem Fahrrad hat, um drücken zu können. Und vor allem immer optimal eingestellt, wenn man die Grundeinstellung schon sehr gut gemacht hat, kann man drücken, hat dann den unteren Totpunkt der Kurbel, wo nichts mehr passieren kann, weil ich ja dann ziehen müsste oder eben bei einem nicht eingeklickten Mechanismus einfach nur weiter trete. Habe ich also den oberen Totpunkt, trete, habe viel Kraft aufgewandt, bin am unteren Totpunkt und jetzt kommt der Clou, jetzt ziehe ich noch, ja, und bin dann wieder am oberen Totpunkt. Das heißt, ich habe also doppelte Kraft, einmal, zweimal und somit habe ich eben mehr Kraftübertragung auf dem Pedal, bin sicher verbunden mit dem Fahrrad, kann optimal die Druckverhältnisse ausnutzen, ja, und bin eben nicht wie bei einem normalen Pedal, sage ich jetzt mal, ohne jetzt hier so einen Mountainbike-Schuh zu nehmen, nicht eventuell in dieser Stellung oder sogar in der Mittelstellung oder fahre mit meinen Flipflops auf einem normalen Pedal, wo der Flipflop sich komplett einmal durchdrückt, ja, und dann, man sieht es auch manchmal, dann hängt der Fuß, der Hacken hier, übertrieben jetzt gesagt, und hier vorne der Vorderfuß hängt eben auch runter, weil man nur hier drückt und dann schmerzt es auch relativ doll und dann macht Fahrradfahren auch keinen Spaß. Also ist es wichtig und auch gar nicht mal so schlecht, wenn man Klickpedale hat, um eine sichere, feste Verbindung mit dem Fahrrad zu haben und eben die Kraft besser auszunutzen und den Weg besser auszunutzen, den man denn eben dann hat. Ja, und vor allen Dingen ist es auch ein sehr, sehr guter Trainingseffekt, weil man benutzt ja nicht nur den Oberschenkel zum Drücken, sondern auch die Wade zum Ziehen. Und das alles, wenn man das die ganze Zeit mal macht, das gibt Waden auf jeden Fall. Und es macht auch richtig Spaß, weil man merkt dann so, dass man, also gerade beim Rennrad merkt man es sehr stark oder bei sehr leichten Rädern merkt man es sehr stark, dass man dann wirklich so ein Gefühl hat wie, also jetzt habe ich da irgendwie noch 2 Kohlen mehr in den Ofen geschmissen und jetzt fahre ich ja fast doppelt so schnell. Je nach persönlichem Fitnesslevel natürlich, aber es macht wirklich sehr viel Sinn. Ja? Und lasst euch darauf ein, wie gesagt, seid nicht sauer auf die Händler bzw. auf die Hersteller der Fahrräder. Guckt euch nach einem geeigneten Pedal um, lasst euch gerne beraten. Wir stehen euch im Laden gerne zur Verfügung. Ihr könnt uns anrufen, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, etc. etc. Und dann beraten wir euch gerne zum richtigen Pedal am Fahrrad. Ja, ansonsten, ja, die Firma Look, da war ich eigentlich. Und dann gibt es eben noch andere Pedalhersteller: Time, Speedplay. Whatever. Also da gibt es sehr, sehr viele Hersteller, die dann auch so ein bisschen ein anderes Klicksystem fahren, die dann oftmals oder eigentlich immer nicht miteinander kompatibel sind. Ich könnte jetzt also nicht ein Look-Glied an einem Shimano-Glied befestigen, also einem Shimano-Pedal befestigen. Das würde leider gar nicht funktionieren. Ja, also wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr da gerne mal irgendwie was mehr zu wissen wollt und denke und hoffe, dass ihr euch jetzt hier sehr gut informiert fühlt und wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch wissen wollt oder was ihr vielleicht mal sehen wollt und würde mich echt freuen und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.